Und jetzt machen wir den feinen Teig für unser Weißgebäck. Und dafür brauchen wir Mehl, Germ. Meine Germ ist deine Hefe, lauwarmes Wasser, weiche Butter, Salz und Zucker für den Geschmack. Und ich bereite mir jetzt einmal meine Germ vor. Die ist mir letztes Mal, hat sie nicht so schön gebröselt. Im Teig hat sie sich nicht schön verteilt, da hatte ich ein paar Stellen, wo dann Germklümpchen drin waren. Und darum werden wir sie vorher auflösen. Und das macht man am besten mit Zucker und etwas Wasser. Und damit verrühre ich sie und löse sie so schön auf. Warten wir so 5 Minuten, weil da springt sie dann auch gleich schön an. Und dann können wir den Teig weiterverarbeiten. Jetzt gebe ich das Mehl dazu. Wirklich Unordnung. Meine Butter. Und das Wasser. Misch das alles einmal durch. Dann löse ich das Salz im Wasser auf. Gibt es das Salz nie zur Germ dazu, denn die Salzsäure, die dabei entsteht, die leichte, würde unsere Pilze sofort abtöten. Das wollen wir nicht. Und jetzt werde ich mit der Küchenmaschine alles schön zu einem glatten Teig kneten. Da hole ich euch dann wieder dazu. Ich habe jetzt einen schönen glatten Teig für meine Semmel. Knete den nicht zu lang, 5 bis 7 Minuten, und muss auch gar nicht auf der höchsten Stufe sein. Eher niedrige oder mittlere Stufe nehmen. Und jetzt ist unsere Geduld gefragt, denn jetzt müssen wir ihn aufgehen lassen. Und dafür decke ich ihn mit einem Tuch ab und lasse ihn an einem warmen Ort rasten. Unser Teig ist ganz traumhaft aufgegangen. Sein Volumen hat sich verdreifacht. Und jetzt werden wir unser Gebäck daraus formen. Dazu mache ich eine Rolle draus und steche mir Stücke ab. Und die werde ich auch abwiegen, weil ich möchte ca. 50 bis 60 Gramm schwere Gebäckstücke haben, damit sie dann nachher gleichmäßig backen und auch gleichmäßig gar sind. Ich schleife jetzt meine Gebäckstücke mit der hohlen Hand, werden sie auf der Oberfläche schön gedreht, bis sie eine ganz, ganz gleichmäßige, glatte Struktur haben. Und daraus werde ich jetzt meine Semmeln formen. Dafür werden wir es ein bisschen länglich formen, zu solchen schönen Wecken. Dann nehmen wir etwas Mehl und das streuen wir in die Mitte. Warum mache ich das? Weil ich mir hier jetzt mit dem Kochlöffel oder einem Rundholz eine schöne Fuge hineindrücke. Eventuell das Rundholz auch noch einmal bemehlen, dass es nicht kleben bleibt, und ganz durchdrücken. Es soll hier wirklich ganz, ganz dünn sein. Und jetzt setzen wir es mit der Unterseite aufs Blech und lassen es aufgehen. Und vor dem Aufgehen, bevor ich es jetzt noch mit einem Tuch abdecke,
bestreiche ich sie mit Wasser. Das wird ja dann unsere Unterseite. Und durch das Wasser bekommen sie dann eine schöne Kruste. Warum habe ich sie verkehrt herum aufs Blech gesetzt? Damit mir beim Aufgehen oben der Spalt nicht zugeht, damit diese typische Form der Langsemmel oder des Langweckerls behält. Und jetzt werden wir es noch eine halbe Stunde gehen lassen und dafür decken wir es mit einem Tuch ab. Ich bereite jetzt den Backofen vor, während unser Gebäck aufgeht, und dafür habe ich Wasser in einem Topf zum Kochen gebracht. So habe ich dann genug Wasserdampf, dass ich eine schöne Kruste bekomme. Unser Gebäck ist jetzt fertig aufgegangen. Und jetzt werden wir es wenden. Bestreichen die Oberfläche nochmal mit Wasser. Und ich persönlich liebe ja Gebäck mit Körnern. Und darum werde ich es jetzt auch noch mit Körnern bestreuen. Die geben dann noch einen wunderbaren zusätzlichen Crunch. Ich habe auch etwas Sesam. Und so kommen sie jetzt in den Backofen. Den habe ich auf 200 Grad Umluft vorgeheizt und da drinnen werden wir es jetzt backen. Ganz nett und lecker für ja zum Beispiel auch ein Käsehotdog, und da können wir das Würstchen gleich mit backen, und dafür werden wir unsere Teiglinge auch einmal schön schleifen, wenn es nicht so gut geht, weil sie zu trocken sind. Nehmen wir einfach etwas Wasser drunter. Dann geht das gleich noch viel schöner. Jetzt werde ich unseren Teigling wieder zu einer Rolle formen. Wieder Mehl und drücken den Kochlöffel hinein. Da kommt dann unser Würstel hinein und die Mulde. Geben wir jetzt einmal etwas Ketchup rein. Und dann setze ich da mein Würstel hinein, bestreiche es wieder außen mit Wasser, und jetzt garnieren wir noch mit Käse und lassen es auch auf einem Blech eine halbe Stunde zugedeckt aufgehen. Die Hotdogs setze ich jetzt auch auf das Backblech und die kommen jetzt auch in den Ofen und werden gebacken. Frische Semmel oder ein feiner Hotdog. Dieser Teig ist wirklich sehr, sehr vielseitig und das Gebäck, das selbstgemachte, schmeckt ganz wunderbar. Freut mich, dass du wieder dabei warst bei Gabis Kochbuch. Hier gibt es noch einige andere leckere Brot- und Gebäckrezepte. Schau doch einfach in die Playlist. Bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal.